Wie kommt man, wie kann man diesen Drehschlüssel drehen? Es geht nicht. Da müsste das komplett magnetisch sein. Oder das ist ein scheiß Bug, dass das eigentlich magnetisch sein sollte, aber es ist nicht magnetisch. Aber die hatte ich doch schon, oder habe ich die? Ah ne, habe ich noch nicht. Was sagt denn überhaupt die Karte? Die Karte sagt, da ist noch ein bisschen was zu holen. Die Frage ist halt. Komme ich da auch noch irgendwie anders hin? Zu diesem Punkt, wo noch was zu holen ist. Weil es gibt ja offensichtlich. Nee, das ist wieder so ein Ding wie gerade eben mit dem Vulkan. Aber dieses Mal ist wirklich die Frage, wie ich da reinkomme. Wie drehe ich dieses Ding denn um, ohne dabei die Magnetkraft zu verlieren? So, einmal aufladen. Hier hat man nämlich einen wunderbaren Überblick darüber. Das ist ja alles schön und toll. Okay. Das wäre auch mal erledigt. Ich muss es einfach gerade nochmal probieren, auf die herkömmliche Art da jetzt einfach hochzustellen. Aber es ist total weird, also. Da hinten habe ich ganz sicher kein Hirn ausgelassen, oder? Ich habe irgendwo wahrscheinlich da ganz hinten in dem Suchbereich ein einziges Hirn ausgelassen. Aber wisst ihr was? Ich mach mal gleich einen Cut. Und dann suche ich dieses eine scheiß Hirn, was ich da ausgelassen habe, weil das will ich euch jetzt echt nicht zumuten. Ihr kennt jetzt das Gebiet, ihr kennt auch dann die Secrets soweit von dem Gebiet. Und ja. So. Das ist alles super toll, aber. Wie habe ich das jetzt gemacht? Wie? Und klein kriechen Gefahren aus und gelangten in das geheime Versteck der Blark. Beim Erkunden Spaß macht. Okay. Okay. Au. Das war so nicht geplant, Mann! Fucking shit. Au, Mann! Ich weiß, was ihr euch gerade fragt. Wie kann man sich so dämlich anstellen? Ich frag mich gerade dasselbe. Ich frag mich gerade wirklich dasselbe. Alter. Das war eine ganz normale Jump'n'Run-Einlage. Aber ich stelle mich ja schon hier dämlich an. Ja. So. Das ist alles ganz normal. Das ist Gott sei Dank aus. So, hier geht's los. Einmal da runter. Jetzt mal ein bisschen konzentrierter. Nicht so schnell. Dann klappt das auch. Wow. Wow. War knapp, aber ich hab's geschafft. Okay. Ich hoffe, ihr seid jetzt bereit, alle ordentlich auf die Fresse zu bekommen. Ich bin nämlich wütend. Deswegen, weil ich das letzte Hirn noch nicht gefunden habe. Es wäre ja natürlich jetzt ultra geil, wenn das letzte Hirn hier in dieser Höhle wäre. Damit würdet ihr mir einen mega Gefallen tun. Aber ich habe so die ganz beschissene Vermutung, dass es nicht der Fall ist.
Okay. Weg mit euch! Ach du Heiliger. Okay. Einmal Groovitron! Yeah! Stufe 2! So. Eck. Der Groovitron braucht einfach noch eine größere Reichweite. Das ist momentan noch das größte Problem, was das Ding hat. Was ist hier denn noch eine? Da ist noch eine. Okay. Zack. Zack. Ah. Ach doch. Willst du jetzt hier keinen Streit anfangen? Warte mal, bevor ich da jetzt... Ich guck mir lieber nochmal alles ganz genau an. Ich habe jetzt Schiss irgendwo. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Hirn hier ist. Hier hinten bin ich... Ne, das ist ein ganzes Stück, wo ich gelaufen bin. Aber hier bin ich runtergekommen. Hier hinter ist... Oh, sehr gut. Hat sich dann mal gelohnt, Backtracking zu betreiben. Siehst du mal. Lohnt sich eigentlich immer. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Und einmal nach oben. Eieiei. Und da ist der letzte Goldbolt wahrscheinlich hier auf diesem Planeten. Also ich habe jetzt schon so viel Goldbolts gefunden, ich mal davon ausgehe, das ist der letzte hier auf dem Planeten. So. Hat trotzdem jetzt noch nicht mein Problem beseitigt, was ich habe. Bezüglich Hirnen. Dann gehen wir mal gerade hier rüber. Oder könnten wir hier auf der Strecke noch was haben? Das kann natürlich auch sein. Na, ich gucke mir das gleich nochmal ein bisschen genauer an. Vielleicht, wenn das Hirn... Ich werde euch auf jeden Fall den Standpunkt des Hirns zeigen. Wo wir es ausgelassen haben, beziehungsweise wo es versteckt ist. Kann ja sein, dass ich es vielleicht nicht ausgelassen habe und dass es einfach nur irgendwo, ja, ganz gemein versteckt war. Achtung, Jungs. Ich habe gerade noch gedacht, hier unten war ja was, aber da war ich ja schon. Verdammt, nein. Irgendwo was. Ärgerlich. Okay, gut. Dann mache ich mal einen ganz kurzen Cut. Oh, warte mal. Oder bevor wir das machen, das nochmal hier. Und dann Aufrüstung. Ne, ne, ne. Erstmal hier den Magma-Brenner. Yay! Schweres Plasma! Alle Plasmakugeln treffen mit zusätzlicher Wucht, werfen Gegner zurück und betäuben sie für kurze Zeit. Und natürlich noch die Feuerrate. Machen wir auch nochmal hoch. Ja, eigentlich hat es die Waffe verdient, komplett aufgerüstet zu werden. Ich denke mal, das werden wir auch tun. Zack. Dann einmal noch die beiden hier. Und zu guter Letzt noch das. Dann haben wir einen komplett aufgerüsteten Magma-Brenner. Ist der Zirkon, hat der noch irgendwas? Ne, der muss erst nochmal aufsteigen. Dann würde ich sagen, holen wir uns doch nochmal was für den Verpixler. So, ja, viel können wir eh nicht mehr machen. Einfach mal ein bisschen Munition aufbessern. Fertig. Gut. Dann stehen wir mal auf. So. Gut, dann würde ich sagen, bis gleich, wenn wir das letzte Hirn gefunden haben. Hallo! Und herzlich willkommen zurück. Es hat nicht mal ganz 5 Minuten gedauert. Und hier sind wir wieder. Moment. Ich mache das jetzt gerade mal voll professionell. Ich trinke jetzt noch ein Stück Wasser.
da ist es. Das letzte Hirn. Es war echt nicht so schwer versteckt. Erkennt ihr den Platz wieder? Das war das erste Gebiet, wo wir direkt hin sind, links. Wir sind gar nicht mal so weit von dem Kerl weg. Und ja, ich würde sagen, wir warten jetzt nochmal kurz, bis unser Jetpack aufgeladen ist. Dann gehen wir zu dem Kerl zurück und holen uns unsere Belohnung. Und ich bin mal gespannt, was es ist. Ich konnte es jetzt unter der Kuppel nicht genau erkennen. So, einmal aufladen. Was ist es? Keine Ahnung, aber wir werden es jetzt sehen. Yo, man! Du hast sie alle gesammelt und jetzt erstelle ich meine Armee. Du meinst, du nutzt sie zugunsten der Plaggemeinschaft? Ja, klar. Mach dich auf etwas gefasst. Daryl, klaust mein Thunfisch-Sandwich aus dem Kühlschrank? Da hast du dich mit dem falschen Blatt angelegt. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Ich habe dir einen nützlichen kleinen Apparat gebaut. Schlag mit dem Schlüssel zu und der Kistenbrecher zerstört alle Kisten um dich herum. Dann kannst du von viel weiter weg Boots aufnehmen. Das ist fast so praktisch wie ein Telepathopus-Wirm. Mr. Zukon ist gelangweilt. Bestes Kommentar von Mr. Zukon. Ja, okay, wir haben uns die ganze Arbeit gemacht für den Kistenbrecher. Ich hätte jetzt eher dieses Dings erwartet, was uns die geheimen Orte zeigt. Aber der Kistenbrecher ist auch okay. Kissen, es ist auch nützlich. Also das muss man auf jeden Fall mal sagen. Und so viel Arbeit wie jetzt bei Ratchet & Clank Nexus mit diesen Teilen auf diesem Dschungelplaneten war es auch nicht. Aber wir haben den Planeten komplett 100% gemacht. Krass. Jetzt können wir logischerweise noch nicht. Aridia. Da will ich mal gerade gucken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was wir da brauchen. Ich meine, mit dem Jetpack kommen wir da jetzt vielleicht hin. Fliegen wir einfach mal gerade hin zu Mad Max, ja. Fickt euch. Ihr wisst, was ich meine. Spotcheck. Es geht mit Max Sportcheck, so. Sowas. Okay. Du hast viele Bones. Gib ein paar aus und kauf eine Protonentrommel bei mir. Okay. Das war alles kein Problem. Das war das Problem, das Ding war einfach nicht da. Okay. Nee, hä? Oder warte mal. Das war aber schon richtig jetzt, oder? Oder... Ach nee, das Problem war das Ding da in der Mitte. Gibt's denn hier irgendwas, wo man ein Holo... beziehungsweise wo man Jetpack aufladen könnte? Diesen Automaten? Kann man den hier irgendwo... vielleicht verwenden oder sonst was? Kommt, verzieht euch. Verdammt, das wurmt mich, man. Dieses Ding. Ich weiß, dass es damals, dass der Goldboard damals recht leicht zu holen war. Deswegen wurmt es mich gerade so, dass ich da nicht dran komme. Aber da oben der Goldbull, da war noch so ein Schloss drüber, dass man den vielleicht noch nicht benutzen kann oder was? Aber ich bin jetzt gerade echt überfragt, also. Verdammt nochmal. Das kann doch nicht sein. Irgendwie?
Ich habe keine Ahnung. Da müssen wir es einfach noch mal nebendran stehen lassen, falls das hier ja mal irgendwer sehen sollte. Gerne mal einen Kommentar abgeben, wie man an den Kram rankommt. Wir reisen nach Battaglia. Wir könnten den Schutztruppen mit dem Sternwacht-Abwehrgeschütz helfen. Und diesen Planeten habe ich damals geliebt wegen der langen Railschiene. Mal gucken, was da diesmal so abgeht. Sieht nett aus. Ratchet, geht zum Sternwacht-Abwehrgeschütz und zeigt den Blag, mit wem sie es zu tun haben. Ratchet, bitte melden! Ich kämpfe hier in der Stadt und brauche dringend Hilfe! Mann, du hast viele Bolts! Gib ein paar aus und kauf eine Protonentrommel bei mir! Okay. Ich würde mal behaupten, früher war da eher so ein Grünfilter drüber, aber sieht immer noch sehr geil aus, definitiv. So. Da ist das Sternwacht-Abwehrgeschütz. Drake hat es mit einem EMP getroffen. Wir müssen es wieder in Gang bekommen. Da ist es, also da. Moment, erstmal gerade die Map angucken. Und sie ist ja so ziemlich wie früher, würde ich mal so sagen. Sehr schön, das mag ich, wenn Sachen wie früher sind. So.